Der brave deutsche Polizist nickte Parker, vulgo Prinz Wildauen, mit ernstem Gesicht zu und wiederholte: Oh ja, Prinz. So bitter es auch für euch zu hören sein mag, es war der schwarze Kapitän, der den L'Horrible und dem ihr euer ganzes So-Sein, Dasein in diesem fremden Lande, fern der Heimat. Der urdeutsche Adlige im Gewand der US-Marine zuckte zusammen, als hätte ihn ein Peitschenhieb getroffen. Die Mitteilung Treskos kam ihm so überraschend, so überwältigend, dass er sich an den Kopf griff. Der umsichtige Polizist, der mit einem raschen Blick das Deck überschaute, brachte ihn schnell zur Fassung zurück. Ich und diese Leute haben ihn durch den ganzen Westen bis nach San Francisco gejagt. Er kam nur kurze Zeit vor uns an und benutzte den L'Horrible, sich uns zu entziehen. Ich sehe, dass Sie bereits Vorbereitungen treffen, den Hafen wieder zu verlassen, und bitte Sie, in unser aller Namen Sie begleiten zu dürfen. Wer sind diese Männer? Der Sohn und Bruder Wallersteins, der Bruder von Heinz, dem Diener Ihres Herrn Vaters, dann noch... Gut, das genügt. Herr von Tresco, Ihre Gegenwart engagiert alle Kräfte meines Geistes und Herzens. Ich eile an Land und bin in höchstens einer Stunde zurück, um Ihnen dann trotz des Dienstes oder wenigstens neben diesem zur Verfügung zu stehen. Er wandte sich an Jenner. Ich gehe von Bord, Leutnant. Doch keine Sorge, in einer Stunde lichten wir die Anker. Nehmt mich mit, bat dieser. Ich kann euch bei euren Besorgungen unterstützen und würde hier vor Ungeduld vergehen. Gut, so kommt. Beide stiegen in dasselbe Boot, das Jenner zum Schiff gebracht hatte, und ruderten dem Land zu.